Hallo, mein Name ist José Barros. Ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. Ich weiß von vielen Freunden, die anders als ich nicht Schauspieler, sondern Eltern sind, wie anstrengend und überfordernd die Corona-Zeit ist. Kindergärten schließen, um dann wieder zu öffnen, um dann wieder zu schließen. Und zu Hause hockt man nur aufeinander rum. Da kann es auch den besten Eltern passieren, dass mal die Hand ausrutscht. Das ist schrecklich, aber leider wahr. Entwicklungspsychologen sind sich einig. Wenn Kinder geschlagen werden, dann identifizieren sie die Person mit der Erfahrung des Geschlagenwerdens. Das kann Langzeitfolgen haben für Kind und Eltern. Wenn Sie also das nächste Mal Ihr Kind wieder schlagen wollen, halten Sie kurz inne. Gehen Sie in sich, denken Sie nach. Schlagen Sie es nicht mit der Hand. Benutzen Sie irgendeinen Gegenstand. Dadurch wird die Erfahrung des Geschlagenwerdens ganz anders durchlebt. Es wird zu einem äußeren Objekt, das nicht mit Mama oder Papa identifiziert werden kann. Gleichzeitig gewöhnen Sie Ihr Kind auch an die Welt, in der es aufwachsen wird. Mein Appell an Sie: Schützen Sie sich und Ihr Kind. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke.